Willkommen zur zweiten Folge der Sealed Only Challenge. Heute spielen wir wieder gegen den Apache des Yu-Gi-Oh! Und falls ihr jetzt nicht wisst, was die Sealed Only Challenge ist, das ist einfach eine Challenge, in der man nur original verpackte Produkte benutzt, also keine Einzelkarten, und daraus eben ein Deck baut. Doch bevor wir mit dem Opening anfangen, guckt einfach mal bei unserem Sponsor vorbei, und zwar Kartenmarket, einfach mal Link unten in der Videobeschreibung. Dort haben wir auch alle Produkte gekauft, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, und vielen Dank an Kartenmarket. Doch jetzt wollen wir natürlich wissen, was habe ich gezogen, wie habe ich mein Deck gebaut und wie geht das Duell aus, beziehungsweise wie wird das Duell laufen? Ja, dann gucken wir uns mal, was wir gezogen haben. Ich habe Pendulum Evolution gekauft, denn ich wollte einfach ein paar Magicians haben. Ja, hier sind alle Magicians drin. Zusätzlich hatte ich hier vor, dass ich die Combo ziere, und zwar Ut Ice, das Synchro-Monster, dann natürlich Vortex Dragon und das Exceed am besten. Harmonizing natürlich eine sehr, sehr starke Karte. Wir sehen hier schon zwei Karten gezogen, und wir sehen auch Ut Ice habe ich hier jetzt fast alles, und da ist der letzte. Also wir haben hier einfach den Vortex Dragon, Exceed und Synchro gezogen. Perfekt. Ebenfalls Chronograph, Pendulum Call auf 3 wäre schon sehr geil gewesen hier in dem Set. Und was soll ich sagen? Ich hatte Glück und habe auch 3 Pendelcore bekommen. Genauso wie den dritten Harmonizing. Und wir sehen jetzt hier einmal, was ich alles an guten Karten für mich gezogen habe. Wir haben hier einfach allgemeine Pendelkarten, was halt sehr, sehr gut ist auf jeden Fall. Dann zusätzlich haben wir die Klee Engine. Die Klee Engine ist natürlich sehr gut an sich. Falls wir noch irgendwie zu Cyberdrache Infinity kommen, könnte man eventuell hier eine Combo machen. Tuning Magician ist ganz cool für Needle Fiber zusätzlich. Wir haben die Yangxing Engine zum Teil gezogen. Vielleicht in Zukunft relevant. Chronograph halt auf 3. Sehr, sehr geil. Und dann 3 Pendel Call. Ebenfalls Dragon Pit. Auch sehr wichtig für die Combo halt mit Vortex um. Und dann, ja, Poison 3-mal. Black Fang 3-mal. Double Iris. Und auch noch den Tuner 3-mal. Was sehr, sehr cool ist. Und halt 3 Harmonizing. Was halt geil ist. Und dann nochmal die Zauberkarte und die Falle. Ja, beim Deckaustausch. Wir sehen hier, wir haben hier ausgetauscht. Diese ganzen Karten kommen raus aus dem Main Deck. Ist eine Menge. Ist eine große Menge. Und rein dafür kommen eben 3 Pendel Calls, 3 Harmonizing und ebenfalls Doppel Poison, nee, Triple Poison und Black Fang Doppel Pit, einfach um was zu haben. Call It kommt halt jetzt auch ins Main, und hier sehen wir das Ganze, was jetzt eben das Main Deck ist. Wir haben jetzt hier einfach die Endymion Engine, die natürlich sehr, sehr gut ist, aber dann eben auch zusätzlich die Magician, womit man halt auch eine kleine Combo hat, eben in Vortex zu gehen. Pendel Call natürlich eine super gute Karte. Als Handtraps Main halt Ash, Wailer und Bell, passt ziemlich gut. Und natürlich als Spell Pot of Desires, die Zitadelle und dann halt eben noch ein paar Stells und Lost Wind als gute Outkarte. Im Extra Deck haben wir hier auch 4 Karten ausgetauscht. Wir sehen, wir spielen jetzt den Spark Dragon und halt ja, das Package für Ut Ice. Und so sieht das ganze Extra Deck dann jetzt inzwischen aus. Hat sich halt nichts geändert, außer diese 4 Karten. Dann kommen wir zum Side Deck. Im Side Deck haben wir halt 5 Karten ausgetauscht. Wir sehen hier, dass die Fiends halt jetzt hier dann ins Side gewandert sind. Wir sehen hier Kaiju ebenfalls, Diddy Crow. Book, Solemn Strike. Solemn Strike natürlich eine ganz klare First-Karte. Und sonst, ja. Und hier zu guter Letzt, die Karten habe ich ebenfalls nochmal einmal ausgetauscht, weil ich eben einfach vergessen hatte, dass Harmonizing ja nur halt eben, ja, synchronisiert werden kann mit einem anderen Magician. Das bedeutet also, wir brauchen irgendwie, wie wir auf Level 7 kommen. Natürlich zum einen über die Handtrap, aber eben auch mit ihm, und er ist natürlich searchbar. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel Glück hatte mit dem Ziehen, und so habe ich eben mein Deck aufgebaut, und ich würde sagen, Zeit für ein Duell. Okay, dann los geht's. 5 Karten, und wer soll anfangen? Ja, also ich würde sagen, also es wird dich wahrscheinlich überraschen, aber ich fange an. Alles klar, okay. Okay. Was für eine komische Hand ist das denn? Besser. Also dann. Es ist ziemlich unspektakulär. Oha. Set Monster, Set 2. Pass, du bist dran. Ja, gut. Boah, das ist auch eine schöne Karte. Was ist denn? Gute Frage jetzt. Ich habe ein bisschen Schiss vor deinem Monster an sich. Deswegen machen wir. Ja, nee. Das war ja fast ein Spielfehler. fangen wir erstmal an mit Spell Power Mystery. Okay, die hast du immer am Anfang. Ja, okay, ja. Ja, komm. Also, wenn Servant schon auf 1 ist, dann muss ich sie jetzt immer searchen können, ne? Ja. So, wo ist denn die wunderschöne Servant? Wo ist sie denn? Da. Guck mal, hätte ich fast gezogen. Also.
So, leider keine Counter hier drauf, aber naja. Gibt's Schlimmeres? Ich lege sie in das Scale, ich hoffe, das ist okay. Ja. Okay, dann aktiviere ich Gehirnkontrolle. Oder Mind Control. Gehirnkontrolle ist eine andere Karte. Gedankenkontrolle, ja, dann überlege ich mal. Chain. Okay. Kannst flippen, wenn du willst, ja. Darauf würde ich nicht reagieren wollen. Ja. Was nimmt man denn jetzt? Ach, die legt ja sogar einen Grave, ne? Ja. Und flippt dann auch noch, das ist ja voll broken. Und flippt dann auch noch, ja. Das ist Combo, okay? Zwei Effekte zum Preis von einem, okay? Okay, krass. Wie machen wir das jetzt mit der? Hä, stimmt. Ja, ich kenne niemanden vom Proxy, aber triggert der Effekt dann überhaupt für dich? Weil er ja auf meiner Seite ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Was? Das ist eine gute Frage. Hatte ich noch nie. Warte, die triggert ja erst ein Resolve und dann gehört sie ja mir, ne? Ich glaube, dann geht der Effekt nicht. Kann ja, das sein? Das könnte gut sein. So. Ja, keine Ahnung, ich leg jetzt einfach mal so hier oben. Ja, die drei Sterne, ne? Drei Sterne, ja. Dann aber Effekt Dragon, ne? Also Servant. Ja, okay. Möchtest du schießen? Ja. Irgendwie hast du was gegen die, oder? Du machst die immer kaputt. Ja, ich meine, was soll ich machen gegen die, okay? Die muss man ja kaputt machen. So, jetzt kommt hier mal etwas Spannung ins Spiel. Und zwar Pendulum Call. Okay. Oh mein Gott. Das habe ich wirklich nicht erwartet. So, und damit suchen wir uns jetzt wunderschöne Scales. Wir suchen uns Harmonizing. Okay. Und suchen uns das ist natürlich jetzt Poison. Nehmen wir Poison? Das ist eine gute Frage jetzt hier. Ich kann nichts mit der Dings anfangen, leider. Ist echt nicht so gut. Hand hast du noch? Zwei. Ja gut, das ist jetzt alles nicht so Premium, wie ich es will, aber naja. So. So, haben wir zwei neue Karten. Jetzt die Frage ist, mache ich den Move, den ich vorhabe? Ist Wendy Tuner? Nee, ne? Nein. Boah, sag nicht, ich habe den jetzt rausgenommen im Bild und kann deswegen jetzt das nicht machen. Ah, cool. Es geht sogar noch. Ja, komm, ne? Das ist jetzt, wirkt ein bisschen absurd, aber ich gehe jetzt einfach. Okay, ich bin gespannt. Ich gehe jetzt mal rein, weil ich mache jetzt einfach mal Normal Summon Ash Blossom. Okay. Rang 3. Synchro. Synchro, okay. Ja. Was kann da kommen? So, da kommt mein Horus. Was? Mein Horus hier. Was macht er? Ja, also eigentlich. Ach nee, der hat sogar noch einen Effekt, dadurch, dass du ja einen Effektmonster hast. Okay, ja, wow. Wähle eine andere offene Karte auf dem Spielfeld und annulliere den Effekt. Ist jetzt. Okay. Bisschen. Ja. So, aber ich bin ja ein Pendel-Deck. Und deswegen Pendel-Scale 1 und Pendel-Scale 2. Soweit okay? Ja. Ja, dann möchte ich gerne pendeln. Ja. Und möchte gerne Harmonizing-Effekt nutzen. Ja. Ja. Also nur Harmonizing? Ja. Also nur Pendel-Summon. Ah, ich kann das sogar Servant pendeln. Danke für den Hinweis. Okay. Dann Effekt 1, 2. Ja. Boah, das ist jetzt broken. Kriegt er auch den Counter dann? Once per turn, quick effect, you can discover one. Ja, warte mal, aber Servant kann doch jetzt gar nicht special. Ja, da hast du recht. Sehe ich auch gerade. Ja, ich wollte schon sagen. Aber ich kann sie rausrufen. Das geht trotzdem. Das ja. So. Dann gehen wir. Ach komm. Machen wir die gute
Purple Poison hier nochmal. In Defense, bitte. So, wie Anti okay. spielen wir jetzt? Das ist jetzt hier. Oh nicht nein, drin. Oh nein. Ey, oh mein Gott, ich sehe es jetzt schon kommen. Nein, Junge. Ja, also du kennst ja die Dual Devastator Box, ne? Ja, und ich weiß, dass da, ja. Oh mein Gott. Da ist ein Dweller drin. So. Ja, ich weiß. So, dann, ja, Battle Phase, ne? Wie viel haben die? Also Dweller 1,7 und der andere? 2,3. Sind also genau 4.000. Ja. Dann habe ich ja immer noch so viele Lebenspunkte wie im Anime. Also das dürfte noch hinhauen auf jeden Fall. Oder Speed Duel. Oder Speed Duel, ja. Ja, dann bist du drin. Dann ziehe ich mal. Ja, dann würde ich gerne den Effekt von Duell aktivieren. Ja, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt eher weniger. Hat der Horus noch einen Effekt jetzt, oder? Nö, der ist... der ist tot, nur Beatstick. Okay, alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen, Shadow Fusion. Oh nee, naja, muss jetzt nicht sein, oder? Komm, ich kann eh keine Effekte benutzen. Das stimmt, aber Konstrukt kommt über alles rüber. Ja. Das ist schon mal eine gute Option. Da muss man anfangen, sag ich mal. So. Dann sende ich mal. Was nehme ich denn dann? Und die brauche ich gar nicht. Chaos und Effect Veiler. Was? Achso, Chaos. Ah, der hier. Ja. So. Konstrukt. Ich überlege, wohin. Warte, packe ich das jetzt in die. Ich pack's in die extra Monsterzone. Also. Ja, und die andere. Hier hin oder da, hier, ne? Ja, da wir spiegelverkehrt haben durch die Aufnahme. Für dich ist das jetzt. Ja, okay, ich verstehe schon. Also, eigentlich musst du jetzt für die Aufnahme das in die andere machen. Also jetzt hier oder hier? Wo? Da. Also hier. Nein, andere Seite. Ja, okay, jetzt haben wir's. Ja. Oh mein Gott. Es ist kompliziert, okay, es ist kompliziert. Mhm. Dann Effektkonstrukt. Ja, klar. Mach Minus. Hä, wieso Minus? Ja, der Effekt triggert ja nicht. Ja, ich brauche ja auch nichts, also. Okay. Was ist das, die Falle? Ja. Die sagt nochmal, banish sie und anderes und dann darfst du was flippen oder so, ne? Oder was, ja, was flippen, ne? Ja, flippen, also, Ja. Achso. Ja, entweder in die offene oder verdeckte Ändern. Ich hätte meine Ash vielleicht nicht für Synchro-Bespörung benutzen sollen. Ja, vielleicht nicht. Kann man meinen Friedhof denn sehen, oder? Ja, alles gut. Ja, okay, dann ist es gut. Dann würde ich sagen, gehe ich in die Battle-Phase. Alles klar. Und ich greife mit Konstrukt deinen... warte mal, was hat Servant für einen Effekt nochmal? Die kann Counter auf andere legen, ne? Ja, genau. Und wenn sie zerstört wird, kommt sie in eine Scale. Außer ich habe schon was in der Scale, dann geht sie ins Extra-Deck natürlich. Ich würde fast sagen, du hast schon was in der Scale. Ich greife Dweller an. Oh, schade. Der hat 1,8, ne? Du kriegst keinen Schaden. Achso, dann nutzt Effekt, okay. Muss den Effekt benutzen, der ist mandatory. Ja, das ist aber schade, ne? Dann bist du. Okay, nix neues Set oder so. Okay. Nö. Dann zieh ich. Oh, also, das ist natürlich. Ja, das ist natürlich ganz gut. Kann die Zauberzähmarken auch sammeln, wenn sie. Das ist natürlich. Ja, okay. Ich spiele Mastery nochmal. Ja, okay. Top ja, gut. Deck. Top Deck des Todes. Ja, okay. Plated many counter. Can place. So, dann packen wir hier 2 rauf und suchen uns was Schönes. Und zwar, wir suchen uns. Wo ist er denn hier? Wo ist er denn? Hier, das war doch der, ne? You can turn one over this way. Genau. Okay. Dann nehme ich Reflection. Gute Karte, habe ich gehört. So, weil. Ich, Reserve, möchtest du was machen? Nein. Okay, dann Pendel beschwöre ich. Und würde jetzt gerne Reflections Effekt nutzen. Funktioniert der nur,
Wenn sie durch einen eigenen Effekt beschworen wird oder auch wenn sie Pendel beschworen wird? Einfach spezial beschworen wurde, irgendwie. Ah, okay, das tut weh natürlich. Ja, dann ist, glaube ich, klar, was wir hier machen. Ja, das dürfte ja schon Game sein, oder? Stimmt, das ist literally schon Game. Battleface? An. Ja, ist okay. Round 2, fight! So, ja, die Hand sieht ja. Das ist aber. Ja, was soll ich denn jetzt damit? Ja, meine Hand ist halt sehr bescheiden. Darf ich das mal so ausdrücken? Ist klar. Sad pass. Diesmal keine Spellpower Mastery. Das ist ja Premiere. Nein. Und schon kann ich nichts machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, dann damit bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Was könnte dieses Set sein? Seit wann settet Pendel Karten? Das ist eine gute Frage. Ja, ich sag mal. Ja, er legt damit sowas los. Er geht gleich all in. Ja, okay. Ja, okay, dann Hedgehog okay, und Wendy. Für. Na, wo ist er? Ab Kalone. Was macht der nochmal? Dann sag ich. Was sagt der nochmal? Bitte? Wenn er beschworen wird, kann er eine offene Karte auf dem Feld wählen und die Effekte annullieren, ja. Permanent. Und wenn er auf den Friedhof gelegt wird, kann er eine Shadol-Karte suchen und danach was abwerfen. Nice. Und dann kann ich durch Kampf. Kann nicht durch Kampf. Ja. Okay, krass. Also das Gegenpart zu Winder. Okay. Ja, sozusagen. Ja. Dann 1 Wendy, 2 Hedgehog, 3 Abkalone target sich selbst. Ja, dann muss ich überlegen. Hm, wie viel Attacke hat der? 2,5. Hand 3, ne? Ja. Da mache ich sogar Solemn Strike. Was? Oh mein Gott. Ich hab den nur zum Chainblocken gemacht und jetzt wird der Ring gestrikt. Okay. Alles klar. Ja, dann. Ja. Dann Specialed Wendy. Wen specialt die denn? Falco? Ja, und stimmt, Hedgehog sucht ja noch. Hedgehog sucht Squavata. Und dann kommt Effekt Abkalone. Ach ja, das ist ja super Start hier. Let's go. Der sucht. Wo ist das Ding denn? Weiß ich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Hä? Moment mal, habe ich das? Ach, so ist das. So ist das also. Also ich suche mir Shadow Fusion. Ah, okay, kannst was discarden, ja, okay. Und dann werfe ich das Ding ab. Achso. Und, du hast sie gesucht und hast sie auf der Hand gehabt. Ja, so war das. Ja, dann. Dann aktiviere ich noch Shadow Fusion. Er geht gleich all in hier, ich hab's ja. Ja, Falco und Squamata für Wilder. Okay, er will gleich auf diesem Move kommen, okay. Dann Effekt Falco und Squamata. Ah, oh, Wilder, ey, wieder so eine blöde Karte, die mich blockt. Ja gut, aber dich blockt sie halt gar nicht mal so sehr. Wenn du meine Hände kennen würdest, würdest du sagen, doch, die blockt schon sehr. Okay, alles klar. Dann kommt Falco. Effekt Beast.
Wie viele Karten hast du? Was? Und dann reich mit Winde an. Sicher? Ja, okay. Bin ich bei 4-3. Bin ich? Ja, und dann set ich 2 und dann bist du. 2. Oh, ja, guck, wenn Winde jetzt nicht wäre, hätte ich Full Combo. Ja, das natürlich. Ja, aber wie soll Winder denn bitte ein Pendeldeck an irgendwas hindern? Du kannst immer noch 5, du kannst sogar 6 pendeln, theoretisch. Ja, das ist vollkommen richtig, aber leider ist das halt doch nicht so. Boah, das ist halt richtig dumm alles. Ich spiele. Das ist so scheiße. Oh Mann, ist das blöd. Ich beschwöre Black Fang in Angriffsmodus. Ist das soweit? Okay. Okay. Wie viel habt ihr? 1,8 oder? Soweit okay. Ja. Dann aktiviere ich Purple in der Scale. Okay. Ja. Und dann okay. Möchte ich gerne. Ja, ich muss es jetzt all in gehen, sonst machst du mich nächsten Zug einfach platt. Das ist natürlich dann auch nicht so Sinn der Sache, ne? Mhm. So, ich aktiviere dann Harmonizing in a Scale, ist das okay? Ja. Dann Pendel. Ja. Pendel 2. Moment mal, was ist das? Beide. Das ist, der macht gar nichts, das ist einfach nur ein normales Monster. Und in der Scale kann ich wenn ich einen anderen Magician habe, kann ich eine Karte abwerfen und eine Zauber- und Feindkarte zerstören. Also macht gar nichts. Okay. Und der hat der in, der zerstört sich, wenn ich keinen anderen Magier in der Pendel-Scale habe, aber das ist ja egal. Und auf dem Feld, er kann nicht benutzt werden für eine Synchro-Beschwörung, außer für Drachenmonster, er ist Tuner. Also nur für Drachen. Und wenn er wegsynchronisiert würde für ein Nicht-Ut-Eis-Monster, dann wird er unters Deck gelegt. Außerdem in Friedhof kann er, oder von der Hand kann er sich spezial beschwören, indem ich ein Level 7 oder höher Ut-Eis-Monster wähle, die Stufe reduziere und ihn spezial beschwöre. Also, okay. Eigentlich kann die nix. Okay, so viel dazu. Soweit okay? Dann, ja. Würde... Warte ja, mal weiß, ganz kurz. Ja, kriegst ja, du auch gerade einen Call? Hast du abgelehnt? Nein, warte. So, okay, jetzt. Dann, gehe ich jetzt in die Battle Phase und greife deine Winder an Blackfang. Das ist interessant. Ich muss mal kurz nachdenken. Also du aktivierst auf jeden Fall den Purple Poison. Der muss ein Dark Monster wählen, ne? Sind deine anderen beiden Dark? Gut. Ja, dann würde ich sagen, was super ist dein Poli. Ernst, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie schon. Ja, okay. Sorry, Mann. Winder und den Black Fang. Für noch eine Winder. Und dann Effekt Winder nehme ich mir Shadow Fusion. Ja, gut. Das ist natürlich. Das ist, es tut mir leid, okay. Ja, dann bist du dran. Das hat. Warte, ich überlege noch, ob ich noch was machen kann. Düstere Schattenspiele? Oh, super Poli, nimm mich hops. Oh, nee. Ja. Oh, Mann. Warte mal. Habe ich den Hedgehog schon benutzt? Ja, einen hast du schon benutzt. Oh mein Gott. Ah, aber ich habe doch nur einen. Das ist schade.
aktiviert sich der Purple Poison auch, wenn er nicht durch seinen eigenen Effekt zerstört wird? Ja, wenn er irgendwie zerstört wird in das Game. Ah, okay, das ändert natürlich alles. Ja, mach ruhig kaputt, kein Problem. Ja, dann habe ich ehrlich gesagt also kaum was Sinnvolles zum Senden. Kein Problem, ist okay. Ja, ich sende einfach den. Und Flip ja. Falco. Effekt Falco. Ja. Hole ich mir. Na, was hole ich denn? Beast. Ich weiß gar nicht, zählt Winder neu? Weil du hattest unter Winder eine Spezialbeschwörung gemacht und dann neue Winder. Ja, okay. Die zählt neu. Tja. Dann bin ich dran. Dann flippe ich Beast-Effekt. Das ist schon dumm hier, ja. Ja. Oh mein Gott! Oh mein. Eieieiei. Oh mein Gott, okay. Das Abwerfen ist natürlich jetzt. Oh ja. Ja, ich werfe. Schade! Ich bin ein so schlechter Fuß. Wieso nicht Topfdeck hier? Dann link ich tatsächlich Winder weg. Link 1? Und Link 1, ja. Und zwar für die beste Karte, die ich aus den Packs gezogen habe. Und zwar Schwerkraft. Oha, krass, okay. Ja. Ja, der ist eigentlich nur da, um halt die Shadow-Monster wegzulinken. Effekt Winder, nehme ich mir die Fusion zurück auf die Hand. Und dann. Also, das. Wie viel Def haben deine Monster? 1,4 der Kleine und der hat 2,7. Der hat 2,7. Ja, glücklicherweise habe ich da was, was mehr hat. Ja, ey, gib's mir! Oh mein Gott! Ja. Oh Mann, es ist so dumm. Hast du noch? Hast du noch Elshadow? Hast du noch Elshadow auf der Hand? Was? Ja. Ist das Game? Ja, ist Game, ne? Hast du noch 8000 oder? 4-3, ja, dann ist es auf jeden Fall Game, also ja. Set. Battleface. Dann. Achso, das ist irgendwo. Ja. Achso, okay, Battleface, ja. BLS rennt drüber. Ne? Ja, Battleface. Ja, ja, über beide. Dann Ungeheuer, Falco und der, das sind schon. Das sind 3800. Also, ich kann jetzt entweder noch L benutzen und halt eine Fusionsbeschwörung machen, oder ich könnte halt sogar noch die benutzen, um die zu flippen. Also. Ja, gut. Ja. GG an dieser Stelle. Oh Mann, jetzt wird's spannend. Ja, Leute, das waren 2 von 3 Duellen. Falls ihr das letzte Duell auch noch sehen wollt, dann klickt einfach mal hier auf das Video von CK Phoenix. Dort ist eben der Rest des Best of 3 zu sehen. Und natürlich auch, wie er sein Deck gebaut hat und was für Karten er gezogen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.